Kreis! Hallo, Kreis! Mann, was, also, Ronny, Sir, ist denn irgendjemand da? Agathe, setz dich da hin! Agathe, gehst du jetzt auf die? Agathe, gehst du auf deine Decke jetzt? Agathe, Sir, hallo, was ist da los? Wo ist Kreis schon wieder? Was, Agathe, was redest du denn, Ronny? Kreis, der ist gerade in der Badewanne, der hat keine Zeit, ne? Agathe, das ist mein Hündchen, da. Ich hab hier so ein Mops-Dackel-Spitzmischling. Ein wunderschönes kleines Hündchen, ja, Prinzessin Agathe Brünfti, die zweite, Entschuldigung. aber weiß Kreis davon, dass bei ihm jetzt auch noch ein Hund lebt? Ja, naja, so ein bisschen. Er hat, also, ich, okay, Moment, ich hab ihm jetzt gesagt, so, und dann meinte er so, ja, und ich hab dann, und ne, das Fenster war offen und ja. Moment, du hast über ein offenes Fenster, ja? Hast du deinen Hund, Agathe, oder wie auch immer der heißt, ja? Ja, den Agathe. Mal der Tod, Ronny. Agathe. Ja, den hast du also da irgendwie reingeschifft. Ja, was heißt reingeschifft? So, ja, aber ja, ist es offiziell, Agathe ist es jetzt offiziell, weiß Kreis, was hier überhaupt in seiner Wohnung abgeht? Ist Kreis überhaupt noch Herr der Lage über seine eigene Wohnung? Naja, prinzipiell schön, ne? Klar, er sitzt. Was unten, heißt prinzipiell? Ja, er sitzt halt unten in der Badewanne und wartet darauf, dass ich ihn einsalbe, hat er gesagt. Der badet doch nicht, der. Kannst du Kreis holen? Der badet nicht. Kreis hat nicht mal eine Badewanne. Du erzählst doch Scheiße, Ronny. Doch, natürlich hat er eine Badewanne mit goldenen Ornamenten und so. Das ist Bullshit. Jetzt hol doch mal Kreis. Ich will doch nur einmal richtig spielen. Kann nicht sein, dass es hier einfach jedes Mal mit dir so chaotisch sein muss. Hol jetzt bitte Kreis her. Was machst du schon wieder hier? Kreis, da ist ein Hund. Ist da ein Hund bei dir? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es riecht auf jeden Fall irgendwie hundig. Ronny schmuggelt Tiere bei dir rein. Wieso? Er schleust bei dir Tiere rein. Ich war halt gerade unten kurz noch im Schuppen. Er hat gemeint, du hast es erlaubt. Stimmt es, dass du es erlaubt hast? Nee, hab ich nicht. Er hat übers Fenster irgendwie reingeholt, seinen Hund. Grundsätzlich keine Haustiere, hab ich gesagt. Warum lässt du ihn bei dir überhaupt wohnen? Ja, ich weiß nicht. Er hat irgendwie gesagt, er geht, aber er will auf jeden Fall noch ein offenes Fenster haben. So, weil, ja, bist du blöd oder sowas? Natürlich kommt er durchs Fenster wieder rein. Ja, er hat aber wegen der Luft und Zirkulation. Ja, aber es kann doch nicht sein. Und so. Kreis, weißt du, du jammerst, dass plötzlich immer dein Kühlschrank leer ist, ja, dass irgendwelche Dosen aus deinem Vorratslager verschwinden. Ja, Ronny meint, das war meine Tochter. Warum sollte deine Tochter kann nicht mal Dosen öffnen? Ja, die hat schon einen muskulösen Arm, so ist nicht. Glaub mir, werd Ronny endlich los. Der tut ja auch nicht gut. Seitdem da mit Ronny irgendwie, ich finde, du bist auch nicht mehr wiederzuerkennen. Du bist nicht mehr der Alte. Ja gut, irgendwie das liegt aber an Ronny. Ich kriege ja Medikamente zurzeit wegen Schmerzen und so. Ja, aber irgendwie, du musst ja echt mal was machen. Also, Ronny wird langsam zum Problem. Weißt du, jetzt bringt er schon Tiere irgendwie in deine Bude rein. Das ist nicht okay. Du sag mal hier, dieser Fauststein, kann man den schon aufheben? Den kannst du jetzt schon mitnehmen, ja. Ich hab den schon mitgenommen jetzt. Weil der wird auch immer frecher, weißt du? Wenn ich dem irgendwas sag, der reagiert da gar nicht Alter, mehr drauf. Alter, Doppelpunch direkt. Der wird immer frecher, dieser Ronny. Hast du schon eine Waffe? Ja. Ey, der hat Geld, das gibt's gar nicht, Alter. Westen halt, ne? Der Westen. Westmark hat er sich hier wieder reingelunzt. Westwährung. Bitteschön. Oh, ich hab immer Geld. Nee, ich hab nix, ey. Weder Geld noch Welt. Guck mal, hier. Nimm das doch. Ja, nimm, lang da mal rein. Jetzt hab ich Geld. Dann hol ich mir doch mal was. Wir sind super late. Naja, super mega late. Und 3 ist doch mega nice. Ich hab halt die Wandwaffe, ne? Ich bin gestorben. Alles klar. Gleichzeitig mit ihm. Gleichzeitig. Das ist halt. Legst du mich hin, leg ich dich hin. Ja? Da umarmt man sich. So. So, ich kauf dann direkt mal alles auf. Ja, jetzt mach ich Geld. Jetzt hab ich eine Waffe. Ja, und dann ist wieder die Munition weg. Dann heißt es, hätte ich mal die Wandwaffe geholt. Ach, die Wandwaffe. Auf Papa Kies gehört. Die soll richtig schlecht sein. Hattest du vorne schon gegraben, weil es gerade schneit und vorne war noch ein Haufen irgendwo? Guck mal, die spawnen ja auch immer wieder. Ich habe vorhin gebuddelt, als es genäht hat. Aber nichts war im Schnee. Weil am Ende brauchen wir sie alle, ne? Am Ende brauchen wir sie alle, die Stäbe. Und du hast deine Hausaufgaben gemacht, oder? Ich kann meine Stäbe, ja. Du kannst deine Stäbe. Ich kann sie alle. Da kommt ein Roboter, kannst da rein? Vielleicht. Ist zu spät. Außerdem werde ich hier die ganze Zeit irgendwie befummelt. Die sind heute richtig fummelfreudig, die Zombies. Ich habe einen Zombie hier. Da ist einer. Zeubis? Habe ich Zeubis gesagt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Zeubis, die Zeugis. Die wollen nämlich kleine Babys mit mir machen. Die Zeuge-Zombies. Die wollen an deinen kleinen Jehova. Alter, diese Wandwaffe, die ist so geil an meinen kleinen Jehova.
Wollen wir die Nuke nehmen? Warte, hier ist noch einer. Moment. Nehme ich Money Making. Jetzt kannst du die Nuke nehmen. So, dann können wir doch schon oben durch wieder, oder? Ist hier noch irgendwo ein Häufchen oder so? Ein Häufchen, Popäuchen? Du immer mit deinem Häufchen, ne? Ich muss da immer reindippen, damit ich eine goldene Dippschaufel habe. Ronny hat auch immer Häufchen gesucht. Oh, ist das Geld schon gut geschrieben? Kann ich die Tür gar nicht aufkaufen? Dachte, haben wir hier schon den Stein abgeleckt? Ich dachte, ich kriege Nuke Money und... Ja, dann komm, hopp. Ich habe wieder reingetingelt. Hat er schon auf? Ich war wieder ja, dran am Sammeln. Ja, nee, ich weiß ja, dass du ich nichts hast, weißt du? Seitdem Ronny dich ausbluten lässt. Ja, der ist noch schlimmer geworden. Er ist, als hättest du noch ein zusätzliches Kind bekommen plötzlich. Ja, aber du machst ja nichts. Du sagst ja, ich akzeptiere das. Ja, ich bin halt ein gut Mensch. Kann ja auch nichts für, ne? Gut, Ronny. Ich bin ein guter Typ. Ja, komm mal, zack. Platylinski. Schall Platylinski. Du musst den Generator anmachen, ne? Haben wir Geld? Ja, ich hab Geld. Du hast jede Menge Geld. Du bist ultra Vermögen. Generate? Wow, 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 ich bin Erdbeer-Lala Land. Ist das dieses super saftige Sportgetränk? Generate? Wow. Wie die ja wieder aber echt am Fingern sind. Aber ich muss sagen, mittlerweile haben wir uns echt an Bio 2 Standards angepasst, ne? Naja, so ein bisschen. Ich falle immer noch oft um. Achtung, ich bin... Ja, okay, die Standards sind damit wieder mal vorbei. Da kam nämlich... Oh, und jetzt kommt der Roboter, Alter! Einer aus der Katakombe. Es kann raus sein, aus dem Eck. Es kann sein, dass der Roboter dich totmanscht. Nein, ne? Nein, nein, du musst mich holen, denn ich brauche meine Waffe. Ich bin raus. Ich muss einfach zum Strom laufen. Ja, 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 warte. Mach eine Runde. Ich reloade. Mach einen Schuh. Ich mach den Schuh und steck die Spitze. Lass mir mal den Zombie, weil du kannst schnoggern. Vielleicht kann ich auch noch schnoggern, wenn ich da alles aus ihm raussauge. Ah, nee. Da kommt aber noch einer. Der ein blau leuchtender Rittersmann. Vorsicht! Der ist brutal. Ist ein brutaler Rittersmann. Alter, der ist richtig aggressiv. Ja, ja. Aber es hat nicht gereicht. Und wir müssen noch die Kirche aufkaufen. Ich habe keine Munition. Ja, hast du eine Wandwaffe hier? Goldene Glorreiche. Ja, da muss ich aber wieder Geld reindrücken. Ja, sicher. Rein, um rauszukriegen, ist immer so. Ja. Also drücke ich in dich rein, um Dinge wieder rauszukriegen, oder was? Hier liegt doch Geld, guck mal. Warte, ich habe eine Ballista-Chister gefunden. Achso, ja, bei mir lag Blutgeld, deswegen dachte ich, willst du vielleicht haben. Blutgeld? Aber dann nehme ich das. Alter, wie er noch ewig ohne Kopf rumrennt. Ja, das ist... Irgendwie ist es richtig gefährlich, Zombies zu enthaupten, ne? Ja, früher war das gefährlich. Heutzutage bei BO4... Ja, das ist ein Vorteil, aber guckst früher... so, fallen die um, oh, kriegst du noch extra Energie geschenkt dazu und so. So, jetzt bräuchte ich mal langsam, aber sicher ein Max-Ammo. Ach du heilige Mutter Gottes. Bumm. Bumm. Ballista habe ich gefunden, so ein Ballisto, weißt du? Ballista? Mit extra Nüssen. Balliste mit extra Nüssen, das mundet mir sehr. Das ist gut Schmenderlet. Kann ich nachvollziehen, ne? Oh. Nein, am Leben lassen, ne? Weil wir müssen okay, ja, ja. Panzer, Tour de Panzer machen. Tour de Panz. Tour de Panz. Bist du dabei bei Tour de Panz? Kannst du es denn ich jetzt? Ich will mir jetzt erstmal eine Limo holen. Diesmal? Nee. Junge, du musst einfach schön sprinten und Springtaste ganz spammy, Reno-mäßig. Ja, du hast Geld, komm mal mit. Reicher Mann. Richmond. Richmond Rich Boy. Ja, du bist ja der Stabmeister für die Stäbe. Nee, ich mach nur die Standardstäbe, ja, die kann ich alle, ja. Aber ich kann nur Feuer und Eis, das ist mein Ding. Oh, eine Mauser. Ah, nee, hab ich ja gar nicht mehr. Nee, da kann ich sie nicht mitnehmen. Kannst Muni nehmen, ne? Wenn du eine Mauser hast, kannst du damit Munition machen. Ah, ich habe unendlich Munition für die Mauser. So, dann übernehme ich jetzt den Zombie und du darfst mit dem Kollegen hier auf dem Panzer joggen und ich renne dir hinterher dann. Okay, ich fahr los, ja? Ja, fahr. Ja, nicht, dass der mal, weil der schießt ja Flammen. Ja, wir laufen jetzt hinter dem Panzer. Guck mal, was ich hier hab. Bumm. Schallplatte. Ich will nur noch die Windflotte. Lag hier nicht eigentlich dieses Stück... Das Stück was? Na hier Joghurt? Für die Dings. Ach, die Maxis-Drohne willst du auch noch machen? Brauchen wir die auch fürs Easter Egg? Ja, brauchen wir. Wir brauchen auch den Luftschlag. Ich
bin mir nicht sicher, ob man das alles braucht. Doch, man braucht den Luftschlag. Warum? Das Easter Egg, ja. Weil du den Luftschlag verwenden musst, um hinten ein Loch in dieses Eck zu bomben, während einer irgendwie im Panzer drin ist. Und dann kommt diese Taucherwelle. Ach du Scheiße. Die Taucherwelle. Deswegen, du brauchst den Luftschlag. Aber du brauchst ja auch den Punch, den Kung-Fu-Punch. Aber eigentlich wird die Taucherwelle doch ziemlich easy mit dem Elektroschocker, oder? Mit dem Elektroschocker, mit den Stäben, wird die Taucherwelle, ja, dann wird sie relativ gemütlich. So, habe ich auf jeden Fall geholt hier das erste Teil. Ich habe noch den Flombi. Den Flumbi. My Flumbi Friend. Okay, dann brauchen wir nur noch. Ja, ich habe eben gerade gebuddelt, ne? 500 und da war nichts Fahrt, drin. Ne? So einfach leer. Ja, dann muss jetzt erstmal cool down. Wir müssen warten. Jetzt sind es auf einmal zwei. What? Ja, hast du einen ausgebuddelt. Ja, aber da war keiner, weißt du, die kommen immer aus dem Boden raus. Ja gut, aber manchmal dauert das einen Moment. Die sehen ja erst, was ist das, ein Loch in meinem Dach? Schatz, hast du das gesehen? Da hätte ich aber gucken können. Und dann Kalle, bist du's? Kalle? Mach bitte wann Kalle! Wann machst du Humanoflat? Humanoflat! Ding! Was ist das? Ist das ein Gericht? Mich hat letztens einer gefragt, ob ich Dinglei spielen will. Und ich dachte, was ist Dinglei die ganze Zeit? Dinglei, doch mal Dinglei. Dinglei, ich dachte, boah, ist das irgendwie so ein asiatisches Spiel und hab gegoogelt und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass er Dying Light meint. Ich bin oben auf einem Panzer drauf, doch der ist immer noch heiß. Da kommen Zombies, die sind nackt. Das ist der heiße Scheiß. Zombie Party, Zombie nackt. Werde die jetzt mitnehmen. So, Zombies. Was ist das für ein Geräusch? Weil der Panzer ist wieder grün, dann macht er ein Geräusch. Okay, warte noch. Ich muss ein Stück vorlaufen, sonst schaffe ich nämlich nicht, ganz weit nach hinten in den. Oder ja, ich versuch's. Also jetzt starte ruhig. Aber der ist ein Zombie bei mir. Soll ich den töten? Ich hab einen, aber ich weiß nicht, wenn man den Ausgebuddelten tötet, glaube ich, ist die Welle vorbei. Ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt hier nicht mit dem Zombie auf den Panzer tanzen. Ja, dann YOLO-Swagger und töte ihn. YOLO-Swag! Ist er tot? Ja. Okay, die Welle läuft noch. Dann fahr, ich bin bereit. Ich bin schon unterwegs. Okay, ich spring wieder hier in das erste Lustloch, oder was? Ja. Dann übernimmst du den Schwombi. Oh, die Flammen nicht auf den Zombie. An die Front! So, ich bin oben drauf. Zombie rennt mir nach. Alter, wir haben einen blitzigen Stab. Oh nein. Alter, was war das für ein Superjump? Alter, aber richtig krass. Ich komme da nicht hoch. Shit. Hä? Ich muss ihn vielleicht töten, wenn er mich nass macht. Ahafte Teil. Ja, guck mal, da ist ja der Stab schon durch hier. Ja, nee, wir wollen ja noch einen Stein. Und dafür brauchen wir die Platte, dafür brauchen wir Geld. Ja, dann. Oh. Alter, wie ich den einfach nicht einmal treffe. So, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Ist so kotig, die Waffe. Endlich. So eine Rotzwaffe. Ich habe mein ganzes Money ausgegeben. Kannst du mir ein bisschen Money vielleicht auslegen? Ihr müsst mir helfen. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Wer sagt das? Nur weil wir hier rumlaufen, weißt du? Die zwingen uns. Ja, man muss die Schritte befolgen. Alter, Nudengeld 250 Nudis. 250 Nudis. Nudigeld. 250 Nudlis bekommen. Ich brauche maximale Munition. Das bräuchte ich auch. Jetzt voll Bock drauf. Das ist ja richtig geil. Sind bei dir Zombies? Ja, jede Menge. Eigentlich bei mir ist einer. Ich glaube, bei mir ist ja der Rest. Ja, das ist ja toll. Ich sammle mal eigentlich hier noch kann ein paar. Man damit direkt schon Ding machen, Kisten feeden. Ja, versuche ich ja gerade. Aber es sind so many, deswegen muss ich manchmal eine große Runde laufen und da kommt der Roboter. Der Roboter kommt. Lohnt sich's auch schon nicht mehr. Bitte, ob ich da noch reinkomme? Wahrscheinlich eher nicht. Oh. Aber hier komme ich noch rein. Oh, ich muss hier dringend weg. Oh, nice. Ich gehe schon in den ersten Roboter. Oh, ist vorbei. Du musst den Pack of Punch oben aufkaufen. Und Ding. Was ist jetzt los? Was passiert? Oh, nein! Was? Buh!
Alter, ich hatte eine HMR, ich hatte eine Raygun, wir hatten die Stäbe. Nein, warum? Ja, das ist der Activision-Hacker. Warum hasst ihr uns denn so Keine sehr? Keine Ahnung, Schlecknick sitzt wieder da und sagt, ey, guck mal, das kann so nicht angehen, mach da bitte mal was. Ja, gibt's doch nicht. Zu viele Nur weil Klicks. Die Boys jetzt wieder Spaß haben an BO2, wird ja. direkt wieder... dagegen gelenkt. Das ist einfach wieder das unglaublich. Also, ich will ja nicht sagen Verschwörung und so, aber ihr seht es ja. Ihr seht ja, dass direkt daran gearbeitet wird, uns zu vernichten. Ja? Es wird daran gearbeitet. Ja. Die Erde ist flach. Echsenmenschen leben unter der Erde. Und nee, über der Erde mittlerweile. Ja, ein paar Echsenmenschen-Agenten arbeiten daran. Ich meine, wir alle wissen, der bärtige G. Die jüdische Echsenmenschen-Elite hat sich an die Oberfläche gewagt. Ja, und wir wissen, dass der bärtige G... Der ist der Kapitän. Gott ist ein althebräisches Wort. G ist eigentlich in der Echsensprache I. Wir haben nicht viel Zeit. Sie kommen bald zu. Schmendele. Big Schmendele nennt man ihn. Alles nochmal von vorne. Weil sie Spaß dran haben. Zombies so sehr liebe. Zombies sind ja so super geil. Ich mach voll viel Geld mit Templern. Ich mach Templer-Geld. Warte, ich bring dir noch ein paar. Guck, da unten kommen sie. Rasselbande. Templar Money ist das beste Money. Ich hab 50 Euro mit Templar Spaß. Oh. Ich wollte Templar Spaß, aber jetzt verliere ich wieder mein Geld. Aber du kannst mich beleben, dadurch verdienst du. Wenn ich mal ganz kurz hier den Prozess fertig, weil sonst ist es mir zu viel mit den Templern. Was? Alles klar, ich hab den zweimal gemessert. Der so, nee, heute nicht. Die Verschwörung ist real. Big G in the house. Die Verschwörung, Leute. Die Verschwörung ist so real. Das hat die Welt noch nicht gesehen, ey. Mann, gibt's doch nicht. Erst gehen wir kaputt, irgendwie. Oh, Verbindung unterbrochen. Jo. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt passiert. Alle Stäbe sind gepuncht, Verbindung unterbrochen. Alter, ich hätte gekotzt im Strahl, wirklich. Ich hätte meinen Monitor genommen und hätte ihn aus dem Fenster geworfen. Deswegen muss ich auch immer auf Twitch so viele Subs und Spenden sammeln, weil ich dauernd einen neuen Monitor brauche, weil der fliegt dauernd regelmäßig Monitor aus dem... Ja. Da parkt auch schon und niemand mehr vom Haus. Und oft ist er voll Kotze. Manchmal schickt er mir, sagt, Kreis, willst du einen Monitor haben? Ich so, ja klar, Monitor ist immer gut. Ja, voller Kotze. Oh, ja. Der Controller hat voll auf dem Tisch vibriert, die Sau. Ich sag dir, wir machen jetzt erst wieder alles auf einen Zombie runter und dann fahren wir noch ein paar Templer. Die alten Strats, ey. Die alten Strats müssen wir jetzt wieder fahren. Ja, sonst funktioniert's nicht. Ronny ist auch schon erzürnt. Ronny, geht's dir gut da hinten mit dem Hund? Ronny ist gerade spazieren gegangen. Der hat gesagt, er trifft sich mit jemandem aus Köln. Oh mein Gott. Glaubst du, Ronny arbeitet für die? Ich weiß es nicht. Gestapo-Ronny? Es kann natürlich auch sein, ne? Weil kaum war Ronny weg, ist auf einmal das Spiel abgestürzt, ne? Ja, also ist irgendwie schon verdächtig, dass Ronny auch... Irgendwie seitdem auch dieser Ronny bei dir ist, haben wir noch mehr Pech als sonst. Also ja, Ronny, das ist komisch, ne? Steht im direkten Kontakt mit den Strippenziehern. Der Spitzel-Ronny nannte man ihn auch. Spronny. Ronny. Sporen-Ronny. Der alte Reiter mit der Reiterhose. Alter, da fahre ich aber nochmal hier ein paar Eier. Vielleicht Umwandlungsprozess unterbrochen. Vielleicht werden die immer stärker und wütender. Ich wollte gerade sagen. Je mehr man es unterbricht, weil sie denken, jo, das geht aber jetzt so nicht. Ist ja fast wie Hacken. Ist es ja eigentlich auch, ne? Hast du noch Templer? Ja. Alter, bei dir ist eine Party, bei mir ist gar nichts. Ist richtig Templer-Party. Warte. Ich glaube, wir haben sie alle ausgerottet. Die zwei kommen jetzt hoch. Alter, es gibt kein Geld mehr. Nee. Ah, okay. Hat ein Limit. War aber auch irgendwie klar, sonst wäre es ja heftig. Ja, ja. Sonst würde ich ja abtemplern, als gäbe es keinen Morgen mehr. Push it to the limit. Walk along, ich bin down, geil, Mann. Templer übernehmen jetzt unser Leben. Leben. Moment mal, warum habe ich denn jetzt so wenig Geld? Ach, weil ich durch den Ding, ich habe durch dieses Stromding, habe ich jetzt kein Geld bekommen. Wieso nicht? Das ist räudig. Ne Gamington. Oh mein, ich mach den Zombie da hinten, Platilinski. Hä, warum ist jetzt gestorben? Keine Ahnung. Übel. Wurden meine Männer krank. An einem Tag wurden sie wie die anderen. Jetzt haben wir natürlich keine Kiste hier. Guck mal auch, ne? Kaum habe ich an der Kiste so gute Sachen gezogen in der letzten Runde, ist sie einfach weg. Ist sie weg, ja. Ist sie denn? Sie leuchtet nicht mal. Doch da irgendwo da. Da nebenan. Ist direkt da bei Spot 2.
Jetzt müssen wir halt auf Wandwaffe spielen. Auf Ehrenwaffe. Auf Ehrenwaffe. Spiel mal auf Ehrenwaffe. Spiel mal... Oh! Ah! Mach mal nicht Auge auf Ron, Mann. Ich hab mir gerade fast den Kopfhörer vom Kopf gerissen. Weil du in deinem Ehrenwaffe rausch warst. Oi, 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 oi. Joi. Oh, das war gut. Joi. Joi. In der Alter, zweiten Runde fressen jetzt Strom an auf Ehrenbasis. Fressen ein ganzes Magazin in der zweiten Runde. Magazin. Oh, 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 oh. Spiel gerade auf Ehre den Generator an. Ich spiele auf Null Munition Basis. Ich kann mir Ehrenwaffe holen. Ich würde auch gerne. Ehrenwaffe. Oh, warte, der Fuß. Ja! Nein! Ich komme nicht rein. Es ist offen, aber ich komme nicht rein. Er nimmt mich nicht mit. Roboter! Nein! Oh. Muss er dich dann stampfen quasi? Er muss mich reinstampfen ins Getriebe. Nutgeld. Er hat wieder Nutgeld bekommen, ey. Alter, Nutgeld hat mir schon immer meine Hoden gerettet. Ah, Bloody Blut. Ich muss unbedingt jetzt Geld verdienen. Gott sei Dank haben wir die beste Waffe im Spiel. Sofort-Sieg. Sofort-Sieg. Noch mehr Blut, ey. Was gibt's da nicht? Alter, er schwimmt im Blut. Wie der so hinter dir herhumpelt hier. Oh, ey, das no! gibt's doch nicht. Pechrunde, lululululul. Ja, heute Obwohl ist wieder... du hast Geld, du kannst schon mal eine aufkaufen. Du schwimmst ja im Geld. Ich schwimme ja heute richtig. Die Westmark? Die Westmark steht gut. Round is over. Alter, die Runde davor, Alter. Das wäre 100 Pro, wäre das ein 100% Run gewesen. Das wäre die Easter Egg Runde gewesen. Das wäre die Easter Egg Runde gewesen. Ich schwör's dir, ich hatte eine Raygun, HMR, Alter, ich hatte alles. Wow. Wow. So. So. Dann mach dir mal 1,5 fertig hier. Da hinten ist auch Munition. Ja, jetzt kriegen wir sie, ne? Jetzt kriegen wir sie. So, dann mach mal Uff oben, Junge. Oh, nice. Das mögen sie nicht. Sie weichen zurück, weil ich stinke. Ach so, dann müsste man jetzt da lang und da wäre dann die Kiste, ne? Ah ja, okay. Oh, der Roboman stampft schon wieder. Ich bin der Robomann und weil ich stampfen kann, fassen mir alle gern an den Pillemann. Ich hab'n Robopimmel, ich hab'n Robopimmel. Oh, wir könnten jetzt battlen. Battlen? Uns matteln, aber du weißt nicht, wo ist. Doch, bei der Kirche, wenn bei der Kirche eins ist. Du kannst Strom anmachen, ne? Du hast die Monet. Aber hier Gegner überall. Vincent Monet. Kann es auch hier sein, das Teil? Ich weiß, bei der Kirche und beim anderen Staat. Läuft's da bei dir? Alles gut? Ja, bis jetzt schon. Kriegst du es hin? Das wird jetzt nämlich nicht die Runde, wo wir wahrscheinlich Easter specken. Nee, wird's auch nicht. Weil der Activision-Fluch. Viele sagen, er ist nicht real, aber ich sage, er ist real. Haben doch alle gesehen. Kannst du das mit eigenen Augen wieder mit ansehen. Alter, jetzt kriegen wir aber die Munition hinten und vorne reingeschoben, ne? Ja. Jetzt drücken sie uns die Munition rein. Active Trolling. They see me trolling. So, Nu, was hast du vor? Jetzt müssen wir erstmal Geld machen, oder nicht? Ja. Sonst kommen wir eh nicht weiter, also kann ich den erledigen. Wir brauchen Geld. Jede Menge Geld. Sonst geht hier gar nichts. Nö, wir haben auch nicht. Keinen. Guck mal, was wir alles hatten. Wir hatten Saft im Blut. Wir hatten alles. Wir hatten alles. So durchlaufen können durchs Spiel. Ja, ich wäre da durchspaziert. Ich hätte zwei richtig gute Waffen gehabt, da hätte ich mir noch einen Eseltritt geholt und hätte easy mit dem Stab noch easy live gemacht.
Was wir waren hier? Vorsicht, drauf. Da kommt ein Roboter da hinten, ne? Mittlere Spur. Vielleicht hat der einen Fuß. Ja, der hat einen Fuß. Klar, da werde ich gleich den Fuß reiten. Oh, ich bin tot. Na super. Moment. Ich muss den Fuß nehmen. Warte. Ich werde gerade umzingelt. Komm gleich wieder. Ich schaff das noch. Ich hol dich noch. Wo lässt er dich denn raus? An derselben Stelle. Dann komme ich direkt zu dir. Hopp. Ich bin schon unterwegs. Einfach entspannen. Bin geblendet. Von der Schönheit. Wo ist er denn? Warte. Da, Nuke. 20 hier durch und hol dich. Alter, war das ein Run, ne? Das war ein Run, Junge. Im Roboter drin gewesen, Teil mitgenommen, am Fuß geleckt, den Nuke eingesammelt und dich wiederbelebt. Und das alles für 2,50 Mark. Na gut, da liegt noch ein Double Points im. Und ein Insta liegt hier unten drin, in der Gruft. Der Double Insta-Gruft. Aber. Oh. Da hab ich nochmal schnell genommen. Alter, ich hab da einfach mal so ein Insta-Gruft organisiert. Insta-Gruft. Insta-Gruft. Alte Mauser Boys. Gruft. Ey, Junge, Messer doch. Es ist so unglaublich Gier, es kommen ne? doch eh sau viele. Wir Wo denn? Ich hab nicht ein. Hier. Tausende. Insta-Kill an, weißt du, anstatt zu messern, Geld zu machen. Nein, Hauptsache Kreis kriegt den nicht, weißt du? Hauptsache Kreis kriegt den nicht. Quatsch, als wäre ich so drauf. Ja, ja. Das ist gar nicht meine Mentalität. Du verwechselst mich da mit einem ohne Kinn. Wir haben alles auf Video, Boy. Alles nee. Auf Video. Du verwechselst mich da mit diesem kinnlos Mann. Der hat kein Kind? Kinn! Oh! Anti-Chin heißt er in Amerika. Anti-Chin. Captain Anti-Chin. Anti-Chin-Pie. Hast du einen Zombie? Ja. Okay. Hast du einen Nogger schon im Blut? Nein. Kann ich mir aber gleich holen, theoretisch. Also Zombie aufbewahren hier, ne? Den Lümmel. Ja, wir müssen jetzt die Teile holen, organisieren, machen. Abdudeln. Habe eine. Oh, Granaten! Zumindest war es schnell vorbei. Nein, na, toll. Ist noch die Granate rein? Ja, okay. Ja. Machen wir noch eine Runde, aber da müssen wir die Teile holen. Dann wir müssen machen die Teile. Ist immer geil, wenn man so diese Tutorials. Was rennst du eigentlich in meiner Kaltzone rum seit neuestem ja, wo soll ich die ganze sonst Zeit? Hin ja, keine gerade? Ahnung, zum da drüben zu deinem Speedo, wo du immer rumrennst. Ja, da muss ich doch aufkaufen, hab ich doch gar kein Geld. Der hat doch Geld ohne Ende, der Mann. Nee, hab ich nicht. Ich bin jetzt hier drüben in der Nebenkaltzone. Wir verrecken hier, Alter. Ich bin in der Nebenkaltzone. Guck mal, ich bin voll weit weg. Sind nicht alles deins hier. Ja. Ist ja schön, dass du denkst, dass dir der Schlamm das alleine meine gehört. Kaltzone. Das meine ich. Ich würde meine Kitezone. Ich würde meine Kitezone sofort mit dir teilen. Und sagen, ja, lass uns Kite Bros sein. Ich komm nachher mal rüber.